Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein neues Proteinprodukt für euch, auf welches ich mich ein bisschen freue, weil es neu ist. Auch wenn ich mich wieder frage, wofür das Ganze. Nichtsdestotrotz testen wir die Dr. Oetker High Protein Karamell Macchiato Style Coffee Drink. Die war irgendwie falsch, der Artikel. Egal, neu, ich schmecke den Unterschied. Okay, welchen Unterschied? Welchen Unterschied soll man denn schmecken? Also das Produkt ist neu mit dem Protein eben, die gab es vorher nicht. Es gibt auch noch eine Sorte, die nicht Karamell ist, sondern klassisch Latte Macchiato. Aber den Unterschied schmecken im Sinne von, dass mehr Eiweiß drin ist. Aber das kann man doch wahrscheinlich gar nicht schmecken. Also was genau soll ich jetzt an Unterschied schmecken? Vielleicht, da würde es schon eher Sinn machen, sowas wie fühle den Unterschied, dass sie einem erzählen wollen, dass man danach richtig dicke Arme bekommt oder sowas. Dem ist allerdings nicht so. Das wird nämlich nicht passieren, dass man davon dicke Arme bekommt. Nichtsdestotrotz, Nutri-Score A, 250 Milliliter, knapp 2 Euro fast, regulär 1,80, 1,90. Es gibt diesen Emmi-Protein Latte Macchiato, den ich auch mal für euch getestet habe, schon vor 2-3 Jahren. Den finde ich tatsächlich ziemlich lecker. Ich kaufe übrigens gerne Emmi, weil da oft ziemlich viel Koffein drin ist im Vergleich zu anderen. Hier haben wir zum Beispiel 41 Milligramm. Ist ein bisschen mehr als ein Energy Drink, aber es gibt auch welche, die auf bis zu 80 Milligramm hochgehen, je nach Menge. Und das finde ich dann irgendwie noch besser irgendwie. Das ist so ein bisschen ändern. Ist nicht, Kaffee könnte eigentlich mehr Wumms haben als 41. Nichtsdestotrotz, der war ganz gut. Da mag ich den mit Protein eigentlich. Wir gucken mal drauf, was der hier so kann. Wundert euch nicht, dass ich hier sitze. Der andere Balkon steht gerade unter Wasser, weil es geregnet hat. Das ist normal. Also der regnet halt einfach, ist alles nass. Ich habe keine Lust jetzt hier irgendwie, drin ist zu dunkel. Deswegen sind wir jetzt hier auf dem Balkon, auch wenn langsam der Herbst kommt. Und jetzt gucken wir hier mal drauf. So, ich habe hier unten nur so einen kleinen Tisch, das ist irgendwie, den müsste ich aber einmal so ein bisschen drüber gehen, da habe ich jetzt keine Lust drauf, deswegen habt ihr jetzt hier die Sitzfläche als Kulisse. Der High-Protein Coffee Drink Karamell Macchiato Style. Also, was sind denn die Zutaten? Wir haben Magermilch, wir haben Vollmilch drin, dann haben wir Milch-Eiweißerzeugnis drin, was dann den Eiweißgehalt, der durch die Milch selber kommt, halt nach oben bringt, denn Milch hat an sich so 3,5, 3,6 oder 3,4 pro 100 Milliliter. Und durch den Zusatz kommen wir dann auf 8,1 Gramm Eiweiß. Dann haben wir flüssigen Kaffee-Extrakt drin. Wir haben auch Aroma drin. Wir haben Stabilisatoren drin. Phosphat, das ist so zum Puffern. Wir haben Koffein nochmal zusätzlich zugesetzt. Interessant. Dann scheint der Kaffee, der drin ist, nicht so viel Wumms zu haben. Dann haben wir 0,02. Ist ja schließlich dann auch schon, also 20 Milligramm. 0,02% Koffein ist 20 Milligramm pro 100 Milliliter. Also, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann ist das hier wirklich der Kaffee wohl ein Furz, was den Koffeingehalt angeht. Gesüßt wird mit Azofarm-K, Verdickungsmittel ist drin, Carragen, damit es ein bisschen dicker ist. Ja, und die Nährwerte, wie gesagt, habt ihr hier. 61 Milliliter Zucker, tatsächlich nur 4,8, kommt dann eben von der Magermilch, der Vollmilch und so ein bisschen Milcheiweißerzeugnis eventuell noch mit dabei. Eiweiß 8,1, Fett 0,8. Hat man wieder so ein Trinkding da oben dran. Koffein trifft Protein. Ist so lecker. Ach, und das ist dann der Unterschied, den man schmecken soll. Das sieht auf jeden Fall recht dunkel aus. Ich gebe das hier mal so ein bisschen. Ja, gucken wir mal. Riecht tatsächlich so ein bisschen nach Karamell. Erst dachte ich geil und jetzt denke ich mir eher so, okay, ich probiere lieber nochmal. Also irgendwie schmeckt der nach Kaffee, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich kann das gerade gar nicht beschreiben. Konsistenz finde ich ganz gut. Nicht so dünn, aber auch nicht zu dick. Und man riecht die Karamellnote. Ich finde, man schmeckt sie weniger. Die Süße ist irgendwie komisch. Ich weiß jetzt nicht unbedingt am Absolufarm Kali, weil das hat man überall drin. Aber auch die Kaffeenote ist irgendwie... Also es schmeckt irgendwie intensiv, aber es fehlt so dieses Kaffeearoma, was man dann so noch so schmeckt oben in der Nase. Ne? Ich sage oben in der Nase, weil das Aroma geht ja hinten im Rachen hoch in die Nase. Retro-olfaktorisch, wenn ich mich recht erinnere, heißt es, dass die Geschmacksknospen eben nicht hier in die Nase reingehen, sondern hinten im Rachen nach oben. Und das fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen.
Die Süße ist insgesamt aber passend. Aber irgendwie ist das alles so ein bisschen komisch mit dem Karamell und so. Also schlecht ist er nicht. Wenn man den mal so für 1,30 oder so vielleicht im Angebot bekommt, kann man mal mitnehmen. Aber super geil finde ich ihn jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Er hat irgendwie so diese kräftige Note, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich weiß nicht. Ideales Beispiel, probiert den selber einmal aus. Ist okay. Ich würde mir für 2 Euro nicht nochmal kaufen. Vielleicht nochmal die andere Sorte probieren, mal so ein bisschen günstiger. Eiweißgehalt, ja, ist ganz ordentlich für sowas. Kann man jetzt nicht meckern. Ist natürlich jetzt auch kein Eiweißshake, aber wenig ist es auch nicht. Das passt also schon so. Von daher, ja, probiert es gerne mal aus. Und wenn ihr probiert habt, eure Meinung wie üblich gerne in die Kommentare. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.